Hi, ich bin Flo und herzlich willkommen bei 8 Quadratmeter. Wenn ihr dieses Video hier schaut, dann habt ihr wahrscheinlich gerade schon meinen Vlog aus Hebron, eine Geschichte von zwei Städten, gesehen. In diesem Video hier möchte ich euch ganz kurz erklären, worum es eigentlich geht und was ihr da überhaupt sehen könnt. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es neben Israel ein Gebiet, in dem Menschen leben, die sich selbst Palästinenser nennen. Trotzdem gibt es für Palästinenser nicht einen Palästina, wie es zum Beispiel für Deutsche ein Deutschland gibt oder für Israelis ein Israel. Es existiert für Palästinenser kein eigener Staat. Wahrscheinlich habt ihr es im Geschichtsunterricht schon mal mitbekommen, dass Deutschland nach 1945 von verschiedenen Besatzungsmächten besetzt war. So ähnlich ist es auch in Palästina, denn Palästina ist von Israelis besetzt. Und das Verhältnis zwischen Palästinensern und Israel ist extrem angespannt. Israel hat Angst davor, dass Palästinenser oder andere benachbarte Staaten mit Hilfe der Palästinenser einen Krieg anfangen. Zusätzlich werden in Palästina, aber auch innerhalb Israels, immer wieder Menschen von Palästinensern bei Terroranschlägen getötet. Die Palästinenser nennen das nicht Terroranschläge, sondern einen Freiheitskampf. Denn für sie steht fest, sie werden von Israel unterdrückt und um ihr Land gebracht. Denn auch innerhalb des Gebietes, was sie sozusagen als ihr eigen ansehen, siedeln Israelis. Diese Menschen sehen das Gebiet als heilig an und werden von der israelischen Armee unterstützt. Auf der anderen Seite gelten für die Palästinenser immer noch Gesetze wie im Krieg. Das heißt also, das israelische Militär kann ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und notfalls auch Maßnahmen dafür ergreifen. Für die Israelis, die in Palästina siedeln, gilt das allerdings nicht. Für sie sind israelische Polizei, israelische Gesetze und eben auch israelische Gerichte zuständig. Das ist an sich eine Menge Input und ich habe schon einiges auslassen müssen, aber ihr merkt auf jeden Fall eins, es ist extrem kompliziert. Und Hebron, also die Stadt, in der ich den Vlog gefilmt habe, ist das beste Beispiel dafür. Neben knapp 200.000 Palästinensern leben ungefähr 800 Israelis hier, die als extrem religiös oder auch ultrareligiös bezeichnet werden. Die Stadt wurde grob gesehen in zwei Gebiete geteilt und mit Checkpoints ausgestattet. Das heißt also, Palästinenser müssen eigentlich täglich, wenn sie irgendwo hinwollen, durch diese Checkpoints durch. Und dabei sind sie extrem nervös. Denn auch wenn nur ein Verdacht entsteht, dass sie eine Waffe dabei haben, wie zum Beispiel ein Messer, können sie sofort erschossen werden. Aber auf der anderen Seite sind auch die Soldaten extrem nervös, denn es gibt fast täglich Angriffe von Palästinensern auf die Soldaten oder auf Siedler. Die eine Zone der Stadt ist vollständig in israelischer Hand. Das heißt also, hier trifft man nur Militär und Siedler an und einige wenige Palästinenser, die noch hier leben. Dadurch sind sie aber sozusagen abgeschnitten vom palästinensischen Teil und leben hinter den Checkpoints. Das heißt also, wenn sich zum Beispiel jemand ein Bein bricht, dann muss ein Krankenwagen vor den Checkpoint gerufen werden und dann muss der Verletzte irgendwie zum Checkpoint, durch den Checkpoint und dann den Ärzten übergeben werden. Die Stimmung im palästinensischen Teil von Hebron ist sehr, sehr hitzig und fast täglich gibt es Demonstrationen mit oder ohne Gewalt. Gewalt bedeutet in dem Zusammenhang, dass Steine geworfen werden oder dass brennende Reifen in Richtung des israelischen Militärs gerollt werden und das antwortet darauf mit Tränengas, mit Stun-Grenades oder eben auch mit tatsächlicher Waffengewalt mit Schüssen. Trotzdem geht das Leben im palästinensischen Teil um diese Demonstrationen herum ganz normal weiter. Das heißt also, Leute fahren und einkaufen, Leute gehen essen, Leute trinken keinen Alkohol, weil es eine sehr, sehr religiöse Stadt ist, aber man trifft sich, man raucht eine Shisha. Und die Bäckereien da haben genauso auf wie auch in Israel. Der israelische Teil hingegen wirkt sehr, sehr gruselig, fast schon wie eine Geisterstadt. Ihr könnt es ja auf den Aufnahmen sehen, die Straßen sind leer gefegt. Und auch mit den Siedlern bin ich da in Kontakt gekommen und ich muss sagen, das war sehr, sehr unangenehm, auch wenn ich ja eigentlich nur da war, um mir die Sachen anzuschauen. Ich bin da sehr, sehr friedlich und sehr, sehr leise durchgelaufen. Aber man spürt sofort die Antipathie gegen eigentlich jeden, der von außen kommt. Und problematisch ist auch, dass die Soldaten mich im Ernstfall nicht hätten beschützen können, weil sie ja gar nicht das Recht dazu haben, sozusagen den Siedlern zu sagen, was sie zu tun und in dem Fall zu lassen haben. Sie sind ja eben nicht die Polizei. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal einiges erklären. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne, soweit ich das weiß und soweit ich das kann. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr solche Erklärvideos gut findet oder was man vielleicht verbessern konnte. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!